Ja, und ein Bundesland weiter, im Süden, in Baden-Württemberg, da geht es am Sonntag ebenso um den neuen Landtag. 5 Jahre lang wurde der jetzt in Rot-Grün regiert. Und das war bei der letzten Landtagswahl eine echte Sensation. Da wurde nämlich Winfried Kretschmann zum ersten grünen Ministerpräsidenten überhaupt. Das nach 58 Jahren CDU-Regierung am Stück. Ob er es bleibt, das kann natürlich niemand voraussagen. Aber wie er es anstellen will, weiter an der Macht zu bleiben, das verrät er Ihnen jetzt selber. Also ich nehme geschmelzte Maultaschen. Ihre Wahlspots zeigen Sie im handwerklichen Einsatz. Was ist es eher, Gartenarbeit oder Heimwerker? Heimwerker, eindeutig. Wie lange brauchen Sie, um Schuhe zu kaufen? 10 Minuten oder länger? 10 Minuten maximal. Welche politische Disziplin liegt Ihnen eher, Konsens oder Widerstand? Konsens, früher Widerstand. Die Grünen schicken sich nach Umfragen an, die CDU in Baden-Württemberg zu überholen. Wie konnte das passieren? Ja, wir sind einfach gut. Ja? Wenn ich mal das an meinen Vorgängern festmachen darf, nicht? Teufel, sozusagen, der hat mit großem Bedacht immer das Land modernisiert, der spät immer sozusagen mit ganz frischen Ideen. Nicht? Und wir gehen auch so einen Weg da irgendwie dazwischen. Mit Bedacht, zum Beispiel die ökologische Modernisierung, aber auch neue Ideen wie die Digitalisierung und das dann miteinander zu verbinden, so bringt man einfach Baden-Württemberg voran. Was für ein Typ sind Sie, dass die Baden-Württemberger Sie so gut verstehen, offenbar? Naja, ich meine, was für ein Typ ich bin, das soll mal andere beschreiben. Kleiner Versuch. Was mögen die an Ihnen? Wird Ihnen ja mal irgendwer gesagt haben. Also was ich am häufigsten höre, ist, dass ich authentisch bin. Nicht? Und ich interpretiere das so, dass ich versuche, nicht immer die Dinge rumzureden, sie klar zu benennen. Auch klar zu benennen, wenn ich selber den Schritt der Lösung noch gar nicht habe. Sie sind im Wahlkampf hier in Baden-Württemberg der Kanzlerinnenversteher gewesen, was der CDU ziemlich Probleme macht. Gönnen Sie sich da auch manchmal ein bisschen Freude dran? Nein. Und Kanzlerinnenversteher war jetzt erstmal ein Spott meines Herausforderers Wolf, ja, was ich natürlich schon ein bisschen komisch finde. Schließlich gehört sie ja seiner Partei an und ich hätte mir gewünscht, dass er sie rechtzeitig verstanden hat und jetzt nicht erst in der Schlussphase des Wahlkampfs. Da reiht er sich jetzt ja auch hinter die Kanzlerinnenversteher ein. Vorher ist zwischen ihr und dem Seehofer immer rumgerannt. Sollten Sie am Wahlabend vor der Frage stehen, eine grün-schwarze oder eine schwarz-grüne Koalition bilden zu müssen, weil es der Wähler so will, machen Sie davon was? Lockerungsübungen muss man dann machen. Macht man Sondierungen, da gibt es also bewährte Methoden, wo man dann mit anderen spricht, schaut, was geht und was nicht. Und da muss man sich mit irgendjemand, wo die Mehrheit genügt, zusammenraufen.